Mein Controller vibriert jetzt wie so ein Herzschlag. Ja, wenn die nervös ist, ja. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oh, ein Spiel mit einem Spiegelbild, das ist ja auch sehr, sehr selten. Findest du, ja. Ja, das gibt es nicht so oft. Singen aus tiefstem Herzen. Jetzt bin ich wieder dran, oder was? Anstatt mich mal zu unterstützen, nee. Dann mache ich doch von hier oben. Na, was machst du denn von hier oben? Na, ich koordiniere alles. Licht Es machst du wird an. etwas ganz Besonderes. Da bin ich aber nervös, ey. Frage mich gerade, ob es echte Schallplatten sind, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ja, nee, glaube ich nicht. Also irgendwelche Fantasienamen, ja, aber. Oha. Hey Leute. Das ist so typisch, wenn du im Musical bist, so diese typische Anfangsphase, wenn die sich warm spielen. Ich war noch nie, doch, ich war in einem Musical, aber das ist überhaupt nicht meins. Kunstbanause. Ach. Na los, May. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Na komm. Frag mich, ob sie das Haus gerade verlassen will. Nee, du meinst, dass die abholen will? Naja. Ich frage mich, ob das jetzt das Finale ist. Geht. Ich hab dich lieb. Du kannst das, May. Das weiß ich genau. Thank you.
wunderschön, May. Ich danke dir. Du musst Dreieck halten, ja, das siehst du ja. Ich nehm Kreis. Hey, du hast keine Chance. Du sollst der Dreieck halten. Verdammte Scheiße. Siehst du, du forderst nur. Ich sehe es doch, verdammte Scheiße. Fanny, was du dich da wieder. Was du hier gegen wehrst, verdammte Kacke. Du weißt es doch, was du willst. Na, dich nicht. Ach, das muss ich zensieren. Wunderschön. Liebe heilt alles. Adios! Kann mir nicht vorstellen, dass schon das Ende ist. Ja, aber was soll jetzt da passieren? Weiß ich nicht. Ich dachte, so ein mega Gegner noch am Ende oder so. Ich dachte jetzt oben, Bossfight auch, guck, die sind jetzt wieder wach. Meine Güte. Jetzt wissen wir trotzdem nicht, was auf dem Zettel steht. Ja, es wird jetzt gleich aufgeklärt. Rosie! Cody! May! Es hat geklappt! Ja, wir sind zurück! Wo ist Rosie? Ich weiß nicht. Pass auf, das ist ein Abschiedsbrief. Rosie? Das könnte sein. May. Was? Der Brief. Mama, Papa, es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Ich weiß, wie ich alles wieder gut machen kann. Alles, was ihr tun müsst, ist aufhören zu streiten. Ich weiß, dass ich keine perfekte Tochter bin. Moment, was? Es tut mir leid, dass ich nicht gern meine Zähne putze. Es tut mir leid, dass ich Bücher nach dem Schlafengehen lese. Es tut mir leid, dass ich mein Spielzeug nicht wegräume. Ich weiß, dass ihr euch meinetwegen scheiden lasst. Sie fühlt sich dafür verantwortlich. Sie glaubt, es sei alles ihre Schuld. Ich lasse euch allein, damit ihr wieder Freunde werden könnt. Ihr solltet Freunde sein. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich, Papa. PS, ich habe mein Taschengeld dabei für die Busfahrkarte. Keine Sorge, ich habe auch ein Sandwich und einen Lutscher. Oh nein. Oh, Rosie. Rosie! Süße! Oh. Es tut mir so unendlich leid. Macht euch um mich keine Sorgen. Geht nach Hause. Nein.
Rosie, Schatz, es ist doch nicht deine Schuld, dass wir uns streiten. Ist es nicht? Nein, Rosie. Es war nie deine Schuld. Okay. Nun, heißt das, dass ihr jetzt wieder Freunde seid? Süße, hör mal, was auch passiert. Deine Mutter und ich, wir werden immer für dich da sein, ja? Und genauso werden wir dich auch immer lieb haben. Immer. Okay. Komm her. Wo hast du das her? Hab ich in der Schule gefunden. Im Mülleimer. Gut, dass du es gefunden hast. Manchmal kann man auch richtige Schätze im Müll finden. Na komm, lass uns nach Hause gehen. Also, Rosie, wenn deine Mama gegen ein aggressives Eichhörnchen kämpfen müsste, das doppelt so groß ist wie sie, wer würde gewinnen? Mama würde gewinnen. Genau. Und deshalb bin ich so gern mit ihr zusammen. Cody? Ich dachte immer, du hättest eine viel zu blühende Fantasie. Aber weißt du was? Ich finde es wunderschön. Wieder eine Trophäe. Ja. Nächste Trophäenstufe erreicht. Was heißt das denn? Ja, der Sauger. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es echt schon das Ende ist. Ich dachte jetzt auch, dass jetzt so ein Abschluss bei dem Song zwar kommt, aber dann nochmal so ein fetter Endgegner irgendwas. Dass man die irgendwie die zur Tochter noch rennen muss oder was weiß ich. Ja. Haben wir gegen ein Eichhörnchen auch gekämpft, ja? Na, dieser Street Fighter Kampf. Schon wieder vergessen, wa? Ja. Nee, da habe ich ja nicht gemacht, ne? Du bist, glaube ich, geflogen oder so, ne? Ja, nein. Ich glaube doch. Könnte man eigentlich Schwierigkeitsgrad einstellen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Damit hättest du ja höchstens stärkere Gegner mal. Und dann, da wärst du ja schon überfordert gewesen wieder. Ich? Ja. Ich? Ja. Guck, oh ne, ich hau mich auch weg. Wer hat dich hier die ganze Zeit durchgezogen? Na, ich, mich? Ja, du dich ja. Ich meine, jetzt kann ich es ja auch sagen, dass ich dich bei den meisten Minispielen habe gewinnen lassen. Ja, war ja klar. War ja klar, dass so weit kommt, ey. Oh Mann, ne. Wie ist die Statistik? Ja, weiß ich doch jetzt noch nicht. Ja, guck nach. Na gleich, sobald das hier durch ist. Die wird schon... nicht richtig sein, vermute ich. Die wird also ich, schon ich glaube, die aussagekräftige noch sein. Die wird, denke ich mal, irgendwie, die ist verbuggt, stand nämlich da. Nee, die, eigentlich müsste die ganz viel, also viel höher ausfallen, aber naja, sagen wir nicht so. Du meinst für mich, ja, das stimmt schon. Hm.
Ich frage mich, ob es in der Theorie möglich gewesen wäre, auch den anderen Charakter mit als Bot zu machen. Oder ob das zu kompliziert wäre. Na, wäre ja bestimmt zu kompliziert, oder? Der müsste immer dann irgendwie darauf reagieren, was du machst. Also, ja, weiß nicht, ob das gehen würde. Obwohl jetzt mit künstlicher Intelligenz, weiß ich nicht. Aber der will wahrscheinlich an deiner Fiesheit auch verzweifeln. Genau, an meiner Fiesheit. Nach 5 Minuten hätte die KI gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Naja, 5 Minuten hätte die KI gesagt, oh Meister. Nein. Doch. Wie viele QA-Tester haben die denn gehabt, ey? Willst du das komplett durchlaufen lassen, oder was? Ja, wo ist denn jetzt dein Problem? Du musst die ganzen Leute ehren für dieses Produkt. Ja? Wasser. Du musst die jetzt huldigen. Dafür, dass du dich wieder durch ein Spiel schnorren konntest. Warum denn? Na, wieso warum denn? Ja, für mich war es ja anstrengend. Also eigentlich muss ich mich bedanken, dass ich dir die Chance eingeräumt habe, dass du das Spiel spielen kannst. So sieht's aus. Ist jetzt nicht so, oder was? Nee. Für mich ist es reiner Stress gewesen. Arbeit, Im Prinzip wurde ich von deiner Familie angerufen und die sagten mir so, pass auf, ja, spiel mit dem mal, der ist nicht gut drauf in letzter Zeit, der braucht ein bisschen Happiness. Ja. Ja, ja, ey. Wie kann man eigentlich schon wieder so müde sein? Du hast den ganzen Tag nichts gemacht. Hab ich irgendwas gesagt? Ja, du gähnst die ganze Zeit schon wieder. Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel. Ist das ein spanischer Entwickler oder sowas, oder? Nee. Okay, weil hier so Spanisch steht. Ja, Spanisch, das ist alle, die so. Das übersetzt wurden. Ach nee, Japanisch. Ich weiß gar nicht. Ob das nicht sogar im Norden oder sowas, Schweden so oder sowas ist? Könnte ja schon bald eigentlich von der Zeit her wieder ein neues Spiel von denen rauskommen. Wieso? Von wann ist das? Na, ist doch bestimmt schon wieder 2-3 Jahre alt, oder? Weiß ich nicht, ich frag dich doch gerade. Ne, weil ich weiß es doch auch nicht. Aber wie wollen sie das eigentlich noch toppen? Tja, da müssen sie sich wirklich viel einfallen lassen. Vielleicht wird es deswegen keinen zweiten Teil geben, weil was willst du denn jetzt einen zweiten Teil machen? Ja, von dem nicht, aber so generell von wieder Koop-mäßig. Way Out war ja auch geil. Ja. Nee, nicht. Irgendein Spiel haben die auch neu gemacht, aber ich weiß nicht mehr welches. Wie viel haben denn hier noch dran mitgearbeitet? Was denn? Na gut, ich meine ja, in 3 Stunden ist der Sandmann ja schon wieder um, ne? Hast du das jetzt weggedrückt? Ich dachte, du hast gedrückt. Nö. Weil jetzt so abgehackt war. Ja, das war komisch. Siehst du, was ich mich bei diesen amerikanischen Briefkästen immer frage, ne? Die kannst du doch einfach so aufmachen, ne? Da ist ja nichts mit Schlüssel oder sowas. Ja, die gibt es bestimmt auch mit Schlüssel. Im Fernsehen sind die immer ohne Schlüssel. Na, hier auch auf dem Bild. Auf welchem Bild? Ich habe hier kein... In dem Hauptmenü. Ach so. Naja, auf dem Bild. Aber in Natura werden die wahrscheinlich... Also so aber wie kommt denn der Postmann sonst daran? Wo wirft er die denn ein? Ja, keine Ahnung. So, warte, ich gucke jetzt die, noch. Die Amis sind halt ein bisschen anders halt.
Die brauchen sowas nicht, da wird nicht geklaut. Also Minispiele. Wo siehst du denn das? Bei Optionen oder wo? Wenn ich die Lobby wieder aufmache. Achso. 4, 2, 6, 2, 6, 5, 6. Oh, es gab sogar einen Ausgleich von 6, 6. Guck an. Bist du sicher? Ne, ich guck hier gerade durch. 6, 6 und dann hast du. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann bist du bei 14, 7. Das ist ausgegangen, ja? Ja. Also klare Kiste. Ich könnte es auch nicht sein. Ja, was denn? Na, bleiben doch keine Fragen offen, oder sehe ich das falsch? Also ganz klar, oder ist jetzt irgendeine Frage offen geblieben? Nö, ne? Mann. Also im Winterdorf haben wir tatsächlich ein Minispiel verpasst. Das war bestimmt dieses Schneeballwerfen. Aber das war doch. Aber Schneeballwerfen? Wo war denn Schneeballwerfen? Na, als wir mit der Gondel hoch sind, da hab ich doch noch gesagt, das ist bestimmt. Aber war da eine Trommel irgendwo zu sehen? Naja, die siehst du ja erst, wenn du nah dran bist. Achso. Und dann bei dieser Sternwelt, wo du mal die Batterie drin geschoben hast, dann war auch AIDS verpasst. Mhm. Und wie viel haben wir jetzt insgesamt verpasst? Wie viele Minispiele? 2. Sieht tatsächlich aus wie 2 nur. Ach, mehr gar nicht. Nö, 2, tatsächlich. Naja, 2 Stück. Also hättest du nie eine Chance gehabt, mich noch einzuholen. Oh, ich hätte das gar nicht selber 10 brauchen. Da steht ja links da, wie es ausgegangen ist, lol. Ja, okay. Gut, aber hier steht auch, ja. Meine Spiele sind dreifach gewichtet, also sind es 21-14 ausgegangen für mich. Ach so, ja, ist ja gut, ist ja alles klar. Ja. Oh Mann, ey, wie kann man so sein? Wieso gut meinst du? Ach, ich deinstalliere es jetzt erstmal. Jut, hau rein. Alles klar, bis dann und tschüss. Ciao.